So, wir gehen jetzt Freyr retten, also den mit Erra, dem Bruder. Nicht sie, weil sie ist ja hier. Die Wölfe gaben uns ein Zepter. Damit können wir sie rufen, wenn nötig. Gut, das ist eine Abkürzung zu Njörds Tempel, die wir tagsüber nutzen können. Die Einherjar halten Freyr im Tempel deines Vaters gefangen? Er ist leer, solange ich mich erinnern kann. Auf der anderen Seite des Flusses gibt es einen Himmelsaltar. Pegvir sagt, die Altäre Ach, jetzt ist offen. Als Signal für die Wölfe. Und mit dem Zepter können wir sie jetzt nutzen. Und ich überlege die ganze Zeit, wie ich da hinkomme. Jetzt haben sie einfach aufgemacht. Wie ist der Plan? Wenn wir den Tempel erreichen, feuere ich das Signal. Es alarmiert Baylor und Pyrgir, um die Ablenkung zu starten. Der dunkle Alpstock. Schön, einmal nicht selbst das Ziel davon zu sein. Wenn sie abgelenkt sind, können du und ich die Haupttruppe von hinten angreifen. Während Atreus und Hildiswini reinschleichen und deinen Bruder retten. Ja. Sobald wir ihr Signal sehen, formieren wir uns am Fluss und fliehen auf Freyres Boot. So, leckt die Aufnahme. Obwohl, das ist jetzt dunkles Wasser. Ich glaube eher, dass es bei dem blauen, durchsichtigen Wasser lecken würde und nicht hier. So. Was ist das? Was ist das da hinten? Halt das Irrlicht auf, Bruder! Freyr wird in einem Gefängnis im Norden festgehalten. Folge Freyr. Oh, ich darf mich nicht umgucken. Oh, ich hasse das. Also sonst ist God of War nicht so schlimm, dass man einen NPC folgen muss und kann sich eigentlich umschauen. Aber in dem Teil haben sie echt... oft... haben sie echt oft gemacht, dass man irgendwie was verfolgen muss. Wie ist das Spiel so laut? Aber ich habe es eigentlich nicht umgestellt. Gefühlt. Aber ich glaube, das ist immer ganz okay. Ich stelle mal nichts um. Ich bin wahrscheinlich heute nur sensibel oder so. Weiter. Mach's einfach auf meinem Kopfhörer leiser. Das ist zwar dann weird, weil ich mich leiser höre. Mich selbst. Aber ist okay. Falsche Pfeile drin. Links! Lol. Oh, es tötet mich. Immer noch eine der besten Kill-Animationen. Das ist noch so ein Vieh, oder? Oh Gott. Wow. Oh, ich hasse das. Machst irgendeinen Move und du wirst gekillt. Das ist einer der größten Kritikpunkte an der Schwierigkeit. Dein Plan. Hast du was auszusetzen? Das ist eine Falle. Ich weiß. Und es ist mir egal. Ich hole meinen Bruder zurück. Du bist nicht verpflichtet, mir zu helfen. Das Problem daran ist, dass... Es ist zwar cool, dass du vielleicht sagen musst, so, ja, okay. Ich kann den Move jetzt halt nicht machen, weil es sind 80 Gegner hier. Aber... Das zwingt dich halt zu einem Kampfmuster, das du nicht ändern kannst.
Du kannst nicht viel variieren. So, du wirst halt in ein Kampfmuster reingezwungen. Am Ende kämpfst du immer gleich. Kelera, danke für dein Prime-Sub. Warte, der Drucker fährt gerade hoch. Ich habe vergessen, den anzumachen. Danke für dein Prime-Sub. Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen. Viel Spaß mit den Emotes. Dankeschön. Schön vorsichtig. Das ist wie Wieso kriegt der gerade... Ach, hier ist so ein Kackvieh. So ein singendes Kackvieh ist hier. Ach, auch so ein Ding, ne? Das ist ja schön, dass die singen und die stärker machen, aber unverwundbar ist auch ein Unding. Unverwundbar machen ist ein Unding, ganz ehrlich. Vor Mr. Spawn hier wieder kacke. Dein Plan. Hast du was auszusetzen? Das ist deine Falle. Moin, Idna. Ich weiß, und es ist mir egal. Ich hole meinen Bruder zurück. Du bist nicht verpflichtet, mir zu helfen. Ich weiß. Über dir! Pass auf! Erwischt! Schön vorsichtig! Das ist Beefreist! Von links! Er spawnt sogar hier, wow! Impressive! Das heißt, wenn ich mich nicht bewege hier, ist das... Das Kampffeld hier sogar einfacher. Ein bisschen eklig. Hallo Jana. Linke Seite. Ach, ich hasse dich. Wie viel Damage macht ihr denn? Ich hab den anderen doch anvisiert. Ich hatte den linken doch anvisiert. Warum springt er denn auf den rechten, der nicht anvisiert ist? Was war das denn? Ich hasse dich, hätte ich jetzt auf mich beziehen können. Eieiei. Dein Plan. Hast du was auszusetzen? Das ist deine Falle. Ich weiß, und es ist mir egal. Ich hole meinen Bruder zurück. Du bist nicht verpflichtet, mir zu helfen. Ich weiß. Von links! Ich dich los. Wow. The easy dodge. Feuerzeug.
Als ob der immer woanders spawnt. Was ist das für ein Bullshit? Dann. Oh mein Gott, Spiel. Komm schon, Kratos, steh auf! Was ist denn heute los mit dem Anvisieren? Haben die das kaputt gepatcht? Oh, dass ich jedes Mal durchkrabbeln muss. Dein Plan. Dein Plan. Hast du was auszusetzen? Das ist eine Falle. Ich weiß, und es ist mir egal. Ich hole meinen Bruder zurück. Du bist nicht verpflichtet, mir zu helfen. Ich weiß. Pfeilwechsel! Achtung, über dir! Ach, dich juckt das nicht, wenn ich dir drei Pfeile in den Körper jag. Okay. Gegner hinter dir, Kater! Spawnt er da oben. Das ist ja richtig eklig. Hinter dir, Bruder! Geh da hin! Geh da hin! Oh! Ist das euer Ernst? Es ist deren Ernst. Guck, wie ich diesen Wolf den Kopf abreiße. Und du hast noch Bock, ja? Okay. Ja, klar. Ja, klar. Das ist der Letzte. Alter. Wo ist der Letzte? Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, mich überraschen zu lassen gerade. Wo ist die? Da hinten irgendwo. Ich wechsle. Ja, wechsel mal. Wo ist die? Da hinten. Warte, dann müsste ich ja eigentlich damit treffen. Nein? Okay, dann nicht. Sie haben mehr Soldaten als beim letzten Mal. Wir sind bedeutend im Nachteil. Kaputtpatchen habe ich auch schon gemacht. Ich nur bei meinem Bot. Bei meinem Bot kann ich super gut kaputt patchen. Oh. Wow, so weit kann ich gar nicht werfen. Dieser Lärm bewirkt nichts Gutes. Hallo, Kira. Ich
vor! Da ist noch ein Sänger. Ich sehe aber nicht wo. Ist der dahinter? Dich verarschen. Moment, ist der jetzt abgefackelt? Ja, okay, dann easy. Was passiert da? Ach so. Mein Gott. Hallo, was soll das jetzt? Das war ein schwerer Angriff. Das ist ein normaler Gegner. Hat ihn nicht gejuckt. Er kann durchziehen. Och. Was ist denn das? Ich wechsle. Oh, natürlich verpisst er sich, wenn man zu nah dran geht. Der Nicker heilt seine Freunde, Bruder. Ja, das ist schön für den Nicker. Komme ich denn zum Nicker? Ich muss niesen. Alter, der kam zu schnell. Ich war nicht vorbereitet. Ah! Ah! Alter. Oh, hab mir das Hirn aus dem Kopf genießt. Jetzt bin ich noch dümmer. Fuck. So. Und an dem tollen Altar soll ich jetzt einfach mal Tag-Nacht-Wechsel machen, ja? Versuch mit dem Zepter ein paar Mal über die Schale zu streichen. Nee, da saß nur ein Gegner drin. Ich glaube nicht, dass ich da rein kann. Ich kann gerne nochmal gucken. Nein. Nein, nein. Das war einfach nur... um den Gegner da rauszuholen. Unsere Taten in dieser Welt folgen der Prophezeiung der Riesen. Atreus glaubt, Ragnarök ist unvermeidlich. Die Nornen waren recht deutlich, was die Prophezeiung angeht. Sie sagten, unsere Entscheidungen seien vorhersehbar. Aber wir haben uns geändert, oder nicht? Vielleicht.
Das Problem an so Prophezeiungen ist und an dem Fakt, dass man die verhindern will, ist, wenn du genau das tust, um die zu verhindern, hat das die Prophezeiung schon mit vorhergesehen und dann passiert die halt. Das ist dann genau das, was halt passieren sollte. Das ist das Problem an Prophezeiungen. Egal, was du tust, theoretisch, die Prophezeiung hat schon vorhergesehen. Du würdest Heimdall töten. Doch du bist diesen Weg nicht. Ja, noch nicht. Damals, als wir uns kennenlernten, wäre es wohl anders gewesen. Und du? Trachtest du noch nach Ragnarök? Odin hat viel zu verantworten. Wenn Groas Prophezeiung stimmt, findet meine Welt vielleicht endlich Frieden. Vielleicht finde ich Frieden. Verzeiht einem Kopf an einem Gürtel, aber sagten wir nicht gerade, dass Prophezeiungen reiner Unsinn sind? Herr Jemimir. Was? Der nervigste Mann der Welt. So, nach dem Motto, Kratos will zwar Heimdall gerade nicht töten, aber es wird am Ende doch passieren, dass er Heimdall tötet. Obwohl er es nicht wollte. Wobei, hat die Prophezeiung das wirklich gesagt? Kratos hat gesagt, er will Heimdall töten, weil Heimdall Atreus töten will. Hat die Prophezeiung wirklich gesagt, Heimdall stirbt? Ich glaube fast nicht. Hier war ich schon. Aber wie kann ich denn hier gewesen sein, wenn wir einen neuen Weg gegangen sind? War das eine Abkürzung? Das war eine Abkürzung wahrscheinlich, ne? Deswegen habe ich auch die Runen da schon, die da gerade waren. Gift. Noch mehr voraus. Noch mehr was? Gegner? Ich sehe keinen. Auf dein Zeichen. Ach, da oben. Die Frist hinter dir. Rechts von dir! Schön vorsichtig! Das ist Bifrost! Benutze einen Schildschlag, Bruder! Alter. Rechte Seite. Wachsam bleiben. Linke Seite, Bruder. Ich würde gerne einmal kurz chillen. Das wäre echt toll. Erledigt.
Ich wollte den Loot haben. Danke. Was für einen Weg gehen wir hier gerade? Und warum kriege ich keinen Heal? Hilfe! Machen die Hühner hier so viel Krach? Ach nee, er da. Aber an den könnten wir einfach vorbeigehen. Hier lang. Ach, Blattön. Lol, ich krieg den Eintrag trotzdem, obwohl ich ihn nicht bekämpft habe. Okay, cool. War also ein neuer Wolf. Okay, gut, dass ich ihn nicht bekämpft habe. Der hätte mich bestimmt getötet. Ah, arme Niethogger. Sie waren zum Weg. Ja, das stimmt wohl. Trotzdem seltsam. Was hat sie hier gemacht? Odin nutzte Wurzeln des Weltenbaums als Teil seines Zaubers, der mich in Midgard festhielt. Niethogger beschützt diese Wurzeln, wo immer sie sind. Ja, verstehe. Odin hat sie benutzt. Und sie musste dafür bezahlen. Typisch Odin. Ah, jetzt geht's hier weiter. Ich habe gar nicht gesehen letztes Mal, dass es hier weitergeht. Die nördliche Wildnis. Ist kein Drache, ist ein Lindwurm. Unterschied. Wenn wir sie lange genug ablenken, haben Hildiswini und Atreus mehr als genug Zeit, ungesehen rein und rauszukommen. Ich sorge mich nicht um Atreus. Er ist bereit, alleine zu kämpfen. Hier ist es. Hinter diesen Ranken steht ein Altar. Ach so, die Ranken wachsen tagsüber und verbarrikadieren den Weg. Ruf jetzt bitte Sköll. Bist du bereit? Ja. Und du? Ich gehe hier nicht ohne meinen Bruder. Oh no. Oh no. Ich werde sterben. Wir kommen zu dir irgendwie. Ihr habt eure Position. Heimdall! Ihr Idioten. Wenn das nicht die Mistelkönigin ist. Umwerfend übrigens. Etwas her? Heimdall. Und du musst der Vater des kleinen Halbbluts sein. Glückstag. Du musst einiges erklären, Herzchen. Du auch, Verräter. Lieber Verräter als Odins Schoßhund. Geh.
Das muss ich tun. Ich kann helfen. Ich weiß. Aber du wirst woanders gebraucht. Er hat recht, weißt du. Brutzel sah nicht so gut aus, als ich ihn zuletzt sah. Ich weiß, du willst das nicht. Aber wir wissen, wie das endet. Dann bis bald. Oh, wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Aber keine Angst, Frick. Ich werde dich und deinen Bruder holen, sobald ich fertig bin. Hier. Zeig. Was hast du drauf? Oh, so aggressiv. So zornig. Okay. Oh, das ist ein roter. Oh, was hat Gültopyr dir je getan? Nimm eine Beefrest. Auf mich! Na los, dummes Tier! Oh, wolltest du noch mehr? Bei deinem Ruf hätte ich dann doch etwas mehr erwartet. Du reitest gerade auf einem scheiß Tier. Du bist ja wohl gerade der Oberlappen hier. Greedy! Du bist der Ball. Ich war zu greedy! Aber es war skriptet. Okay, alles gut. Oh. Gut, wir beide also. Ich bin fast tot. Das ist nicht fair jetzt.